Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal PinkLockerCon. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Richtig, Supermarkt Simulator hier im besten Supermarkt im Westen bei OP Glück 83. Wir haben jetzt drei Einlagerer oder Regalauffüller. Einmal Hans, Franz und Gustav. Das ist Hans, das ist Franz, das ist Gustav. Ja, ihr seht, die sehen alle gleich aus. Die sind ja auch verwandt mit, richtig, Karl und Charles. Die sind eine riesige Zwillings-, Drillings-, Sechslings-, Achtlings-, Neunlingsfamilie. Zwei Kassen, drei Einlagerer und es gibt was Neues. Ich habe eine neuere Erweiterung gekauft, diesen Abschnitt von hier nach da. Ja, das waren auch 4.400 Euro oder Dollar. Und hier habe ich ein bisschen Luft gelassen, weil ich die Regale in einer Linie haben will. Ich hoffe, als nächste Erweiterung für 6,5 kaufen wir den Block frei. Dann kann ich ein bisschen besser bauen, weil hier soll weiter Kühlschränke und Gefriertruhen stehen. Und ansonsten, ja, ihr seht, alles mögliche aufgefüllt. Und was ist noch neu? Richtig, wir haben neue Produkte. Nee, hier nicht. Ja, die Lagerer füllen eigentlich die Regale. Habe ich gar keinen Kuchen mehr? Gucken gleich mal im Lager. Eigentlich auf. Ich würde sagen, wir starten mal den Tag. Wir haben neue Produkte. Hier haben wir noch einen neuen Tee. Ich glaube, das war der grüne Tee. Wir gucken mal am Computer und starten aber schon mal den Tag. Ne? Ja, zack hier. Also, wir haben neue Produkte. Wir haben einmal Käse, Mimolette, keine Ahnung. Navola Kaffee mit einer italienischen Röstung. Okay. Dann haben wir wieder Wasser. Dann haben wir brauner Zucker. Dann haben wir Macaroni. Und wir haben Eier, 12er Pack und grüner Tee. Das haben wir neu. Ja, so sieht es bei mir aus. Das kann man machen und nicht vergessen. Immer am Anfang alles verwalten. Also das nächste, die nächsten Produkte, die ich mir auch noch kaufen werde. Aber ihr seht, ich habe nur 297 Dollar. Das ist dann immer so ein Tiefschlag, wenn ihr alles hier mögliche macht. Dann ist hier Sushi dabei und Steak. Oh geil, da brauchen wir auf jeden Fall wieder eine Gefriertruhe. Das heißt, als nächstes muss auf jeden Fall die nächste Erweiterungsstufe und die kostet 6.700. Ja, da müssen wir jetzt erstmal noch eine lange Zeit spielen, bevor wir da was machen können. So, habe ich geöffnet? Nee. Open. Ich wollte öffnen. Verdammt, ich werde alt. So, wie gesagt, wir haben hier die drei Einlagerer oder eben Regalauffüller, wie man sie nennen will. Das Lager hat sich auch ein bisschen verändert, aber nur minimal. Immer noch dieselbe Lagergröße, aber 1, 2, 3, 4 neue Regale. Und wie ihr seht, auch einigermaßen gut bestückt. Deswegen, das kostet arschviel Geld, wenn man die bestückt, damit die Leute da arbeiten können. Hier fehlt Süß, normaler Zucker oder Puderzucker. Müssen wir gleich mal bestellen. Vielleicht habe ich auch woanders was. Was mir natürlich gefällt, ist, dass man sieht, wie viel ist im Karton drin. Ne? Das ist echt geil. Das ist echt toll. Das Spiel macht wirklich Fun. Ihr seht schöne Regale hier. Alles so einigermaßen gut gefüllt und ein paar leere Ecken. Und das Spiel ist echt toll. Also es gefällt mir echt gut. Bin immer noch total gehypt. Ich würde sagen, wir bestellen jetzt mal Süß, also Zucker. Kann das sein, dass der auch irgendwo fehlt? Ja, hier unten. Ah! Okay, wir bestellen mal 4 Päckchen. Oder drei. Ja, wir bestellen mal 3 Päckchen. Die Kunden kommen, die Kunden zahlen. Das Spiel ist echt heavy. Es macht total Spaß. Na, machen wir mal 4. So, zack, hier bestellt ist. Und jetzt gehen wir mal schnell das Regal auffüllen. Ich meine, die Lager. Wir füllen immer noch was auf. Guck mal, da ist der erste schon unterwegs. Aber wir füllen nicht mehr ins Lager und dann wieder in den Laden, sondern einfach nur noch zack, bumm, ab in den Laden. So, dann nehmen ruhig mal beide untere Fächer dafür. Ja, die Jungs werden sich sowieso gleich einen Karton davon krallen, weil, richtig, ist leer. Oder, sag mal, da fehlt was, ne? Ja. Wie gesagt, das Spiel ist echt toll. Die Entwickler machen bis jetzt aus meiner Sicht alles richtig. Das Lager ist richtig toll. Man kann richtig geil alles einlagern, die Kartons. Man kann kleine Kartons übereinander stapeln. Das ist echt gut gemacht. Das Spiel ist wirklich, wirklich der Hammer, wenn ihr auf Simulatoren steht. Ich feiere das Game. Und danke, Herr Paluten, dass ich es bei dir auf deinem Kanal gesehen habe und es selber zocke und auch selber Videos machen darf. Na, wir sind hier, Alter, alles voll. Da ist der andere Käse, da sind die 12er Eier. Da läuft mir einer vor die Kamera. Danke. Na, also es ist echt toll. Es macht echt Spaß. Das Spiel ist... Das sah jetzt gerade ganz komisch aus. Das ist echt toll, das Spiel. Hier haben wir unsere Pommes, Pizza, Hähnchen, Toilettenpapier, Handseife, Duschzeug. Ja. Ihr seht, ich habe auch eine einigermaßen Ordnung in dem System drin. Hier habe ich noch zwei Regale, wo noch nichts drin ist. Weil hier ist auch fast schön wieder aufgefüllt. Ja, so kann es gehen. So sieht es gut aus. Ich versuche irgendwie, dass das irgendwie alles so ein bisschen passt optisch. Klappt aber nicht immer. Deswegen, wir stellen uns mal ganz kurz hier in die Ecke und gucken mal zu, wie jetzt hier kassiert wird. Charles und Karl. Entschuldigung, das ist Karl, das ist Charles. Die beiden reißen hier alles und Hans, Franz und Gustav füllen die Regale wieder auf oder versuchen es zumindest. Echt tolles Game. Wir müssen wirklich nur noch gucken, dass das Lager gefüllt ist und Sachen bestellen. Natürlich, wenn man mal so große Erweiterungen gekauft hat wie jetzt, das waren bei mir auch 7.000 oder so, dann müsst ihr erstmal wieder Geld farmen und müsst erstmal wieder spielen oder ihr macht es euch leicht.
ich will kein Angriff gegen Paluten, aber er macht das dann gerne, weil es schnell gehen muss und nimmt Krediten von der Bank auf. Ich nicht, ich will es lieber zocken, auch wenn es Stunden dauert. Und das Spiel macht echt Fun. Also wenn ihr auf so Simulatoren steht, ich fühle es, ich feiere es. Und deswegen gibt es hier ein kurzes Video, wo ich euch mal einen Tag mitnehme. Ich habe euch gezeigt, wir haben eine neue Erweiterung. Ihr seht da hinten links. Und ich hoffe, wenn ich irgendwann die 6.5 habe, kann ich mir die andere Ecke da kaufen, damit ich einen bisschen größeren Laden habe, da ich die Kühlecke noch ausbauen kann. Und ja, ich denke mal, lizenzmäßig werde ich auch erst nach der nächsten Ladenerweiterung kaufen, weil, wie gesagt, Steak, denke ich mal, muss mindestens wieder im Gefrierfach. Was heißt, wir brauchen so einen kleinen Gefrierschrank. Und dafür habe ich noch keinen Platz, deswegen brauche ich erst die Erweiterung. Aber Spiel ist nice, ich feier's. Es ist aus meiner Sicht von den Simulatoren, die ich gespielt habe, 4-5 Stück oder so, der beste Simulator, weil die Updates immer passend sind, genau das, was man sich wünscht. Und echt, es macht Spaß, es macht echt Spaß. Es ist echt cooles Game, ich feier's. Und die drei Einlagerer kommen auch gerade so hinterher. Natürlich, wenn jetzt im Lager irgendwas fehlt, dann können die auch nicht auffüllen. Deswegen unser Job ist es jetzt, das Lager abzuchecken. Sieht noch gut aus, sodass die Jungs auch immer was zu packen haben. Ja, ist, glaube ich, noch okay. Hier fehlt jetzt noch Orangensaft, aber wir haben noch 10 Stück. Ja, sieht auch gut aus. Hähnchen fehlt schon wieder was. Nee, ach so, ich hatte ein bisschen zu viel davon, ja. Ah ja, gut, er bringt den Karton zurück. Also es müsste Ajax sein. Nein, Toilettenpapier. Hier unten haben wir Ajax. Ich weiß, das heißt so nicht, aber egal. Hier fehlt auch schon wieder Ajax. Alter Schwede, den müssen wir nachbestellen hier, oder? Oder kommen sie mit dem Karton davon? Wir bestellen mal... nee, der macht das hier rein. Ey, das ist echt geil. Guck doch mal hier, die Kunden. Wie viele Kunden haben wir? Wir haben immer so 40 bis 45 Käufer. Ich meine Einkäufer, ich meine Kunden. Das ist schon echt stark. Wir machen immer unsere 2-4 Gewinne. Das ist ein echt tolles Game. Ich fühle es, ich feiere es. Und bis jetzt bin ich auch richtig gehypt, ey. Okay, sieht noch gut aus. Wie gesagt, wir holen immer Ajax, ne? Ein bisschen Scheuermilch hier. Kaufen ein, damit die Kunden auch was haben. Und ich tue immer, bevor ich den Laden öffne, alles einkaufen. Damit komme ich am besten klar. Ich weiß nicht, ob das die beste Methode ist. Aber ich fühle sie. Und dann starte ich den Laden, weil die Jungs machen ja abends noch weiter. Die machen ja dann morgens weiter, bevor der Laden öffnet. Das heißt, du füllst einfach nur morgens das Lager. Und die Jungs machen den Rest. Ich feiere es, ich fühle es. Ja, ich hype das Game. Ne? Ja, aber ey, das kostet 13 Euro, wenn ihr auf so Simulatoren steht. Beste Game, was ihr zocken könnt. Versuche mich auch mal ein bisschen langsamer zu bewegen. Und ja, über den Controller ist es sehr hakig. Weil ich merke selber in den Videos, dass ich dann immer hier den schnellen mache und dann sieht das ein bisschen komisch aus. Versuche mich jetzt absichtlich langsamer zu bewegen. Ah, scheiße, das Regal ist noch voll. Wir droppen das mal ganz kurz hier draußen am Boden. Da passiert schon nichts. Uns klaut keiner die, richtig die Kunden. Ne? So, jetzt machen wir mal langsam Licht an. 6 Uhr. Ja, okay, komm, ist ein bisschen dunkel hier drin, oder? Abracadabra, es werde Licht. Nice, ist das cool. Guck mal, wie schön das jetzt hier drin ist. Und die Kunden lassen Kohle da. Wir hatten von 200, sind jetzt bei 1,2. Das heißt, wir haben jetzt schon 1000 gemacht. Natürlich kein Reingewinn, sondern ne, Maximalgewinn, aber ein paar schon. Oh, das läuft. Charles und Karl, die reißen das. Und Hans und Franz und Gustav, die füllen die Regale so gut es geht wieder auf. Wie gesagt, wir müssen nur noch das Lager im Auge haben. Das ist natürlich auch so ein minimales Problem. Ich glaube, das ist schon fertig. Mein Handy, okay. Bin jetzt gerade nicht sicher. So, okay, es läuft. Und wenn ihr Bock habt, lasst mal ein Abo da, schreibt es in den Kommentaren, wie ihr die Glocke, liked das Video. Ich würde mich freuen, deinen Namen öfters in den Videos zu lesen, dass du Teil meiner Mikro-Community wirst. Es wäre toll, es würde mich begeistern. Wir gucken gleich mal, ob was fehlt oder ob den Kunde sich beschwert. Ich müsste jetzt ein bisschen mehr interagieren. Ich möchte euch aber einfach diese Kamerasicht lassen, damit ihr seht, wie es hier in den kleinen Supermarkt läuft. Wir sind noch an der Grenze eines Supermarktes. Ja, ich weiß noch nicht. Wir sind immer noch ein riesiger Teil der Emma-Laden, aber immer noch kein Supermarkt. Aber es läuft. 3 Lageraufüller und 2 Kassierer. Für den dritten Kassierer fehlt mir noch was. Ich glaube, nee, den Rang habe ich. Theoretisch könnte ich einen dritten Kassierer holen. Ich muss natürlich dann erstmal selber erst kassieren, ne? Den Rang habe ich ab Rang 30. Könnt ihr einen dritten Kassierer einstellen? Mir fehlen eben noch, dass ich selber noch auf 900 kassiere, 900 Sachen an der Kasse erledige. Aber mein Laden ist zu klein und bis jetzt kam es erst, als ich privat gespielt habe, zweimal vor, dass die Leute gesagt haben, eure Kassen, die sind aber voll. Und von der Sache her brauchen wir es nicht. So, ich hoffe, dass ich genug im Lager habe, dass die Jungs auch alles auffüllen, dass sich jetzt keiner der lieben Kunden beschwert, dass uns irgendwas fehlt und dass sie irgendwas nicht gefunden haben, weil das ist mir nämlich auch gestern passiert, als ich gespielt habe. Da haben die Kunden 6 Sachen nicht gefunden.
Und ich weiß auch, was es war. Da war ich nicht so hinterher. Da habe ich das quasi so laufen lassen und dann, ja, habe ich was anderes gemacht. Weil ich muss ja eigentlich außer das Lager auffüllen jetzt nichts mehr machen, aber ich feiere den Supermarkt-Simulator. Wie gesagt, die Updates sind immer wie, passen wie die Faust aufs Auge. Die machen das komplett richtig bis jetzt und ich feiere es und ich fühle es. Und ja, jetzt ist einfach so viele Stunden zocken, damit du wirklich Geld machen kannst. Dann immer wieder ausgeben, wieder einkaufen, wieder ausgeben. Sodass du wirklich am Ende irgendwann die größten Erweiterungen holen kannst. Ich finde natürlich schon heftig, wie teuer die Erweiterungen bis jetzt werden. Ah, und die Lizenzen dann, aber ja gut, ne, man soll eben Zeit investieren oder sich öfters einen Kredit gönnen. Nicht, dass ich dafür, dass ich das empfehle. Macht es nicht, zockt es einfach. Natürlich wird es dann so, dass ihr wirklich viele Stunden als nur dasselbe hier macht. Das ist dann auch ein bisschen eintönig, bis ihr wieder Kohle habt. Aber ihr könnt so einen Tag starten, ihr füllt euer Lager auf, startet den Tag, stellt euch in die Ecke. Geht in diesen 8 bis 10 Minuten irgendwo was trinken oder macht irgendwas zu Hause. Dann füllt ihr wieder das auf. Also von der Sache kann man es auch im Hintergrund laufen lassen. Aber ich fühle das Game. Guck mal hier, die Kunden kommen, die Kunden sind da. Der Laden hat zu. Das Spiel sagt, drücke, um den Tag zu beenden. Ich sage, nein, ich möchte noch kassieren. Ich weiß nicht, was passiert. Wenn ich jetzt drauf drücke, kriege ich automatisch das Geld von den Kunden oder gehen die einfach? Deswegen mache ich es nicht. Wir haben jetzt schon 2.100 Dollar gemacht. Nicht schlecht. Normal ist so 2 bis 2,5 hatte ich so am maximal Einnahme. Natürlich Gewinn ist natürlich dann weniger, weil richtig, wenn ihr dann Lizenzen so kauft, dann habt ihr Minus gemacht. Deswegen, da müsst ihr viel zahlen. So, jetzt kommen da die letzten. Ich hoffe, alle haben was gefunden. Wir gucken uns das gleich an. Und die Jungs im Hintergrund machen natürlich die Regale wieder voll. Sehr schön, so läuft das. 3 Einlagerer können auch schon zu wenig sein, aber es ist funny. So, der letzte Kunde ist weg. Jetzt würde ich sagen, ja, die Jungs machen so lange weiter, die machen auch am nächsten Tag weiter. Deswegen sieht eigentlich ganz stabil aus, dass wir noch von allen was haben. Ich versuche mich mal ein bisschen langsamer zu bewegen. Aber es sieht doch cool aus, es sieht doch echt stark aus, oder? Ja, guck mal, mein kleiner Markt läuft hier, ne? Vorher ging der Raum so bis hier. Oder so. Ne, warte mal, die hatte ich schon. Oder ne, der Raum ging bis hier. Bis da, genau. Dann habe ich noch umgestellt und habe, wie gesagt, noch 2 leere Regale, die ich noch füllen kann. Aber wie gesagt, für die Steaks, da fehlt mir mindestens noch so eine Gefriertruhe. Aber oh, ich weiß nicht, ob man die ein bisschen umstellen könnte. Kriege ich dann... Ah, da ist das wieder zu nah. Das gefällt mir nicht. Egal, das machen wir später. Jetzt würde ich sagen, wir gucken uns mal den Gewinn an. Und Charles, Karl, was meint ihr? War es ein guter Tag? Ja, aber 2,3 haben wir ungefähr gemacht. Wir hatten so 2.000 beim Start. 2,3 ungefähr. Und zack. Was sagt er? 42 Kunden nur. Ich hatte schon mal 44 Maximum. Und keine Produkte nicht gefunden. 0. Fanden die Produkte zu teuer. 0. Zu wenig Wechselgeld. 0. Meine Kassiere sind ja auch die besten. Egal. Natürlich hier im Westen. Insgesamt 42 Kunden. Und zufrieden waren natürlich alle 42. Supermarktpunkte 358. Eigentlich jedes Mal so. Und Einkommen. Okay. Einkommen 2485 Dollar. Hatte ich doch weniger als 200 Dollar? Gut, das könnte sein. Ich weiß es nicht. Dann kommen die Bestellkosten. 2400 Dollar. Erweiterungskosten diesmal keine. Miete ist klar. 190. Rechnung 152. Insgesamt Profit 67,89. Ja, das ist jetzt nicht so viel. Aber geil. Ihr seht, man gibt so 2400 aus, um die Lager hinten zu füllen. Ist teuer, deswegen ist, glaube ich, der Kredit aufnehmen der leichteste Weg, aber macht es bitte nicht, zockt einfach stundenlang, habt Spaß an dem Game. So, brauner Zucker, Honig und Macaroni. Brauner Zucker, der ist hier. Macht das immer gleich, so wie ich jetzt am Anfang, dann könnt ihr nämlich dann speichern, geht aus dem Game raus. Brauner Zucker, Honig und Macaroni. Oh, Gedächtnis wie ein Sieb. Geht natürlich der Preis runter, nur noch 6,17 Dollar. Eieiei, machen wir 6,20 Dollar. Das passt schon. Der Kunde kauft das trotzdem. So ein bisschen könnt ihr drüber gehen. Honig war es, glaube ich. Der ist hier. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ja, Honig ist teurer geworden. Oh, da würden wir uns ärgern. Der Kunde freut sich. Wir ärgern uns, wenn wir den Preis nicht auf 12,40 anheben. Weil auch Kleinvieh macht Mist. So, das waren so die Macaroni. Das waren die 9. Die sind hier. Hier. Ja, hier. Ja, Nudeln sind nicht ganz so, aber sind daneben. Also passt irgendwie schon. Salz muss noch aufgefüllt werden. Okay. Oh ja, da würden wir uns auch in den Arsch beißen. Nochmal ein Dollar mehr, den wir machen können. Kein Problem. Also 7,40 Dollar gehen wir da hin. Ja, ist doch kein Problem. Zack und geändert. Das macht immer gleich. Dann könnt ihr nämlich das Spiel speichern. Geht raus. Und ihr müsst euch darum nicht mehr kümmern. Und ansonsten, ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch irgendwie gefallen hat, lasst doch mal ein Abo da. Schreibt es in die Kommentare, wie die Glocke. Sonst würde ich sagen, Hans, Franz, Gustav,
Schal und Karl und OP Glück oder können sagen euch hiermit einen schönen Tag, guten Morgen, noch besseren Abend. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sind hiermit raus. Peace out.